Was ist der Blur-Effekt? Mit dem Blur-Effekt können Sie ganze Bilder oder nur gewisse Teile verwischen. Wenn Sie beispielsweise vertrauliche Informationen unkenntlich machen möchten, wie Gesichter von bestimmten Personen oder Ihre Login-Daten auf einem Screenshot. Ganzes Bild weichzeichnen. Um einen Blur-Effekt zu erzielen, klicken Sie zuerst auf das entsprechende Bild. Oben im Menüband erscheint eine neue Registerkarte Bildformat. Klicken Sie nun auf diese Registerkarte und dann in der Gruppe Anpassen auf die Schaltfläche Künstlerische Effekte. Ein Menü mit zahlreichen Effekten wird geöffnet. Wählen Sie nun die Option Weichzeichnen. Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, können Sie es manuell anpassen. Klicken Sie auf Künstlerische Effekte und dann unten auf Optionen für künstlerische Effekte. Auf der rechten Seite erscheint der Arbeitsbereich Grafik formatieren. Unter Künstlerische Effekte finden Sie eine Radiusleiste. Ziehen Sie die Einstellung nach rechts oder links, um die Unschärfe des Bildes anzupassen. Dir gefällt unser Lernvideo? Prima, danke! Dann gib uns doch einen Daumen hoch und abonniere unseren Kanal, damit du kein weiteres Video verpasst. Wenn du Freunde hast, die auch so lernen wollen, dann teile doch einfach das Video mit ihnen. Easy Training. So will ich lernen. Teil eines Bildes weichzeichnen. Wenn Sie nur einen Teil eines Bildes weichzeichnen möchten, duplizieren Sie zuerst das Bild, indem Sie auf das Bild klicken und String C und dann String V drücken. Legen Sie die Bilder aufeinander. Nun müssen wir das obere Bild zuschneiden. Markieren Sie das Bild und klicken Sie auf der Registerkarte Bildformat in der Gruppe Größe auf Zuschneiden. Passen Sie es so an, dass nur der Teil des Bildes bleibt, den Sie weichzeichnen möchten. In unserem Fall also das Gesicht. Klicken Sie erneut auf Zuschneiden. Klicken Sie nun auf der Registerkarte Bildformat in der Gruppe Anpassen auf Künstlerische Effekte. Wählen Sie die Option Weichzeichnen aus. Wenn Sie die Unschärfe noch erhöhen möchten, klicken Sie erneut auf Künstlerische Effekte und wählen Sie Optionen für künstlerische Effekte. Passen Sie dann die Einstellung unter Radius so an, bis Sie zufrieden sind. Dieses Lernvideo wurde Ihnen präsentiert von Easy Training, Agentur für multimediale Lerninhalte seit 1999. Folgen Sie uns auf easytraining.de, YouTube oder Facebook.